Es kommt wieder und immer mehr. Wert auf die Qualität legen. Nicht erst seit der Bio-Hype aufkam. Weg von der Massenware und das Besondere entdecken. Und dieses dann umso mehr genießen. Ja? Gilt für Lebensmittel wie Getränke. Und dort nicht nur für Bier und Wein, auch beim Schnaps. Regional, originell und aus kleinen Brennereien. Das ist echt Trend. Sogenannte Craft Spirits sind total in. Und um trendy zu sein, na, da muss man heute auch keine 20 mehr sein. Selbst ihre oftmals missmutigen Mundwinkel haut's gleich auf, als sie die niederbayerische Spirituose probiert. Wen wundert's, mit seinen Schnäpsen und Likören heimst er die höchsten Auszeichnungen in der Brennereiszene ein. Und dabei ist Wilhelm Marx erst seit 5 Jahren Schnapsbrenner. Ich habe lange Jahre Kontaktlinsen weltweit produziert. Wir haben mit der Firma mit einer großen Drogeriekette zusammengearbeitet, die es nicht mehr gibt, haben dadurch sehr viel Geld verloren. Aber das war nicht der Grund, dass man sagt, jetzt brenne ich Schnaps und kompensiere das, was ich verloren habe durch Alkoholikas, sondern die Idee war schon immer, Destillate oder Schnaps zu brennen, weil ich seit 30 Jahren gerne koche, nicht gut, aber gern, und habe einen Bezug zur Natur, zur Rohware, das schon immer. Marx macht Brennereikurse und die Ausbildung zum Edelbrand-Sommelier. Dabei ist er schon über 50. Gerade setzt er einen Vogelbeerschnaps an. Natürlich brennt der Niederbayer auch Enzian oder Himbeergeist. Zudem aber einige erwähnt extrigere Spirituosen, wie Schnaps aus Löwenzahn oder Rosenblütenbladel. Oder einen sogenannten Bärenfang, der ist aus Honig und reift 3 Jahre im Eichenfass. Wie gesagt, nur der tote Fisch schwimmt mit dem Strom, ich nicht. Und folgedessen probieren wir einfach Dinge aus. Ich habe also keine Rezeptur, wo ich sage, jetzt habe ich ein Rezept gefunden, jetzt mache ich das. Sondern ich habe eine Frucht, wo ich mir vorstellen kann, das ist was. Und dann macht man es einfach. Aus Ingwer macht er Schnaps und Likör. Und weil danach die Nachfrage dermaßen hoch ist, helfen Frau und Tochter mit bei der Produktion. Und Gernot, wie schaut es aus bei dir? Gut. Wie ist er bei Nantes, Ingwer? Ganz gut. Frisch, Wahnsinn. Saftig, frisch. Der Anspruch an die Rohware, das ist das absolut Entscheidende. Wir verarbeiten grundsätzlich keine fremden Aromastoffe, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe, nichts. Natur pur, basta. Und das ist der Anspruch und das zeigt sich irgendwann im Glas. Seine Kunden, Schnaps- und Likörliebhaber, Bars, Restaurants. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und Asien. Die zahlen ab 50 Euro die Flasche. Nicht 0815, kostet im Boss. Aber es ist doch wie überall im Leben, wenn etwas das wert ist, dann ist es eine richtig gute Investition.